Wenn du keine Möglichkeit findest, dein Geld im Schlaf zu verdienen, dann wirst du arbeiten, bis du stirbst. Dieses Zitat, das kommt von unserem Oberinvestor Warren Buffett und er hat natürlich absolut recht. Eine Möglichkeit bietet dann dementsprechend hier unser Binance Earn. Und dazu gibt es so einige Fragen und auf diese wollte ich in diesem Video mal eingehen und euch mal ein bisschen einen genaueren Überblick über Binance Earn verschaffen. Ganz wichtig hier, bevor ich anfange, wenn ihr eure Coins, Token hier staked anlegt, dann bitte achtet darauf, dass ihr diese Coins schon über ein Jahr haltet. Wenn ihr das nämlich nicht tut und Coins investiert, also hinterlegt, die ihr noch nicht ein Jahr haltet, dann kann eben die Laufzeit verlängert werden. Ist ganz wichtig. Ich bin kein Steuerberater, aber natürlich habe ich auch meine Hausaufgaben gemacht. Deswegen solltet ihr das auch auf jeden Fall mal tun und dementsprechend lieber nur das hinterlegen, was ihr auch ein Jahr in eurem Portfolio gehalten habt. Wenn ihr es mal kurz ausprobiert habt, das ist ein Schlupfloch, Achtung, wenn ihr es mal kurz ausprobiert habt und noch nicht viel Geld damit verdient habt, denn Staking, das ist sowas wie, du hast die Absicht, also steht es im Finanzamt-Regel, ja, also Staking ist quasi mit der Gewinnerzielung, ja, durch die Gewinnerzielung, da musst du dann eben Steuer zahlen. Aber wenn du es jetzt nochmal ausprobiert hast, wie das denn so funktioniert und jetzt über dauerhaft Geld verdient hast damit, dann ist das okay. Dann solltest du sowas auf jeden Fall deinem Steuerberater sagen, ansprechen, Finanzamt besprechen und dann geht es auch klar. Von daher ruhig Blut. Okay, widmen wir uns doch mal dem Flexible Savings. Ja, das flexible Sparen und da gibt es so einige Savings, die ihr haben könnt. Also hier sind allerlei Tokens aller Formen und Farben. Und da ist sicherlich auch einer von deinen dabei und diese kannst du dann hier unter Transfer, da klickst du einfach mal hier so drauf, ne? Und dann, okay, kann jetzt bei mir halt eben nicht angezeigt werden, aber da kannst du dann auf Transfer, kannst du dann hinzufügen deinen Token, das ist wirklich ein paar Klicks. Und diese Vorteile von diesen Flexible Savings ist einfach, dass du die auch sofort wieder rausnehmen kannst. Wenn du es sofort haben möchtest, ja, dann zahlst du eine ganz geringe Gebühr. Wenn du aber Zeit hast, dann dauert es eben einen Tag, dann ist das auch wieder in deiner Wallet gut geschrieben. Habe ich schon ausprobiert, sehr viel mit VeChain und ich finde das eine richtig geile Geschichte. Das macht Spaß. Beim Locked Saving ist es so, dass du mehr bekommst. Du bekommst mehr, weil du es für einen gewissen Zeitraum staken kannst. Und das siehst du hier. Ne? Du kannst von 7 bis 90 einstellen und dann kannst du hier beim USDT zum Beispiel 7% bekommen. Das ist eine richtig coole Geschichte. Jetzt beim USDC zum Beispiel 6%. Da kannst du dann eben auswählen, wenn du nach dem Bullrun zum Beispiel Gewinne mitgenommen hast in USDT oder USDC, dann kannst du hier sehr gutes passives Einkommen haben. Denn das, was du stakest, das, was du an Stake Reward bekommst, das muss immer versteuert werden. Also das hält sich, glaube ich, über 10 Jahre müsstest du es halten, damit du es nicht versteuert bekommst. Aber das ist wirklich ein passives Einkommen, was du einfach immer versteuern musst. Aber da gibt es nicht wirklich viel, wie du siehst, ne? So, bei den Activities, das habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht, aber diese... Ja, das sind so spezielle Ereignisse, die von Zeit zu Zeit eben unter dieser Registerkarte auftauchen und diese haben in der Regel eben ein begrenztes Angebot. Da sind zum Beispiel auch höhere Renditen möglich als jetzt bei diesen Fixed Savings. Ansonsten kannst du sagen, dass diese Kreditprodukte diesem Fixed Savings recht ähnlich sind, da du jedoch nur von Zeit zu Zeit eben Zugriff darauf hast, kannst du damit höhere Renditen erzielen. Und da gibt es so einige. Auf jeden Fall mal einen Blick wert. Ich werde mich demnächst auch noch mal intensiver damit beschäftigen, weil das ist halt eben schon ziemlich interessant.
Okay, wandern wir mal weiter. So, wo ist denn hier? Genau. Hier beim Locked Staking. Beim Locked Staking, naja, indem du deine Proof of Stake Coins in deiner Spot Wallet hältst, kannst du die Staking-Belohnungen auf deine ja, Bestände verdienen. Es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, höhere Rewards auf Staking zu verdienen. Wenn du deine Coins für einen Zeitraum von 7 bis 90 Tage, eben hier so wie vorhin auch gezeigt, kannst du eben höhere Belohnungen verdienen. Das ist im Wesentlichen eigentlich das gleiche oder der gleiche Deal, wie du mit den Flexible oder Fixed Savings verdienen kannst, nur eben mit Staking. Okay? So. Der Launch Pool. Über den sollten wir auch auf jeden Fall sprechen, weil das ist eine richtig coole Geschichte. Und zwar ist es eine Token-Launch-Plattform, auf der vielversprechende Projekte finanziert werden können. Du hast bestimmt mal was von Yield Farming oder Liquidity Mining gehört, bei dem Benutzer Gelder in Liquiditätspools einzahlen, um eben neue Tokens zu schürfen. Und wenn du das eben kombinierst, hast du genau so einen Launchpool. Du kannst deine BNB oder BUSD und andere Kryptowährungen eben sperren, um einen Anteil an einem neuen Token zu erhalten, der auf Binance gestartet wird. Manchmal werden Token sogar gleichzeitig auf Launchpad und Launchpool gestartet. Ja, also Launchpool ist wirklich eine großartige Möglichkeit, so ein passives Einkommen zu verdienen. Richtig cool. Habe ich selbst jetzt auch noch nicht gemacht, aber muss ich auf jeden Fall, habe ich mir auch schon stark überlegt, jetzt eben mit Dodo. Richtig gute Geschichte. Dann haben wir hier noch den BNB Vault. Gucken wir auch nochmal rein. Ja, das ist quasi so eine BNB, so ein Renditeaggregator, ja, der dieses Flexible Savings und BNB DeFi Staking und Launchpool kombiniert, um dir die besten APY-Renditen zu bieten. Nachdem du eben BNB Staking getätigt hast, erhältst du BNB Vault Guthaben. Die Zinsen werden dann ab dem zweiten Tag berechnet und die Belohnungen werden täglich auf dein Konto verteilt. So ein paar abschließende Gedanken von mir. Das waren jetzt schon ziemlich viele Informationen, ziemlich viele Möglichkeiten, eben passives Einkommen zu verdienen. Und es war noch nie so einfach, Leute. Es war wirklich noch nie so einfach. Binance macht es uns einfach. Ihr könnt Geld im Schlaf verdienen. Aber bitte, bitte beachtet die Haltefrist. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, dann ab in die Kommentare damit. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Ciao.